Wir müssen den Michael von Benke. Er ist ein Multitalent. Als Mutter Natur ihre Gaben verteilt hat, hat er gleich mehrfach hier geschrieben. Er ist Taxifahrer, gelernter Taxifahrer. Er ist gelernter Volljurist. Er ist Komponist, Rockmusiker, Schriftsteller und Dichter. Außerdem begabter Maler. Ich habe als Jurist mit ihm noch nichts zu tun gehabt. Taxifahren tut er seit einiger Zeit auch nicht mehr. Aber was ich von ihm als Musiker, als Maler und vor allen Dingen als Schriftsteller gehört habe und gesehen habe, fand ich ganz, ganz toll. Eins kann ich nicht verraten, welche möglicherweise diese Trautenwolfstraße Schwabing. München ist nicht nur voller Menschen, es ist auch voller prominenter Menschen. Filmfeste, internationale Sportveranstaltungen und mehrere Fernsehsender ziehen nicht nur gewöhnliche Sterbliche an, sondern auch ungewöhnliche Sterbliche, gewöhnlich auch Unsterbliche. Manche wohnen in der Stadt, viele aber kommen von weit her, teilweise mit dem Flugzeug und bringen selten ihre Autos mit, sondern lassen sich bequem in einem Taxi chauffieren, so unter anderem gelegentlich auch von mir. Was aber spektakulärer klingt, als es in Wirklichkeit war. So sah die junge Schauspielerin im Rückspiegel betrachtet lange nicht so gut aus wie in ihrer Rolle als Tochter eines Fernsehanwaltes. Nur die mangelnde intellektuelle Brillanz erinnerte stark an ihre Rollen, nicht aber die ungeschminkte Wahrheit jenseits der Scheinwerfer. Gegenwärtig konnte nicht einmal ein Auftritt im Dschungelcamp ihre desolate Karriere retten. Auch der Arzt einer fernabgelegenen Fernsehklinik wirkte fernab der erfundenen Fernsehwahrheit eher hilflos. Und mit seiner violett eingefärbten Sonnenbrille und der Pomade im lichten Haar auch ein wenig halbseiden. Außerdem war er sich zu fein dazu, bei seinem eigenen umfangreichen Gepäck mit anzupacken. Hätte ja an dem Mythos kratzen können, den er nicht hatte. Ich habe so viel zu tun. Ich bin ja ständig so beschäftigt. Vor allem damit, dass ich mich gibt, seines zerbröselten Hundekuchens und sammelte die Torten mühsam wieder auf. Ich hatte weniger Lust, sie anzufassen. Danach musste ich das Taxi auslüften, alle Fenster aufmachen und ein paar Mal um den Block fahren, wobei der Gestank allerdings weniger vom Hund herrührte. Soziales Elend am unteren Ende der Fahnenstange. Der Vierbeiner der blondierten Schauspielerin indes thronte auf ihrem Schoß, genauer gesagt, auf ihrer zusammengefalteten Jacke. Wir waren kaum losgefahren, da begann dieses Biest sich etwas unartig zu benehmen. Also die Luxustöne, nicht die Schauspielerin. Sie biss nicht, sie bellte nicht, sie knurrte nicht, sie tollte nicht herum. Sie begann hemmungslos die Jacke ihres Frauchens zu kopulieren. Hunde haben da wenig Schamgefühl. Wirklich erstaunt war ich aber über die Reaktion meiner hübschen Beifahrerin. Es war ihr in keinster Weise peinlich. Sie versuchte nicht einmal, das Verhalten des Hundes zu unterbinden. Vielmehr sah sie dem Geschehen zunächst interessiert zu und begann dann, es ausführlich zu kommentieren. Auf Reisen nehme ich immer ein Bärenfell mit. Sie glauben gar nicht, wie viel Spaß er mit diesem Bärenfell hat. Er befriedigt sich den ganzen Tag mit dem Bärenfell. Ich habe das Bärenfell einmal nicht mitgenommen. Da war aber der Teufel los, kann ich Ihnen sagen. Nein, das Bärenfell muss einfach mit, weil ihn das Bärenfell einfach so glücklich macht. Er befriedigt sich und ist dann so ausgeglichen. Es tut ihm so gut, dieses Bärenfell. Den hohen Herrn habe ich zwar, aber nicht gern. Als er auf einer Leiter stand, da war er fällig, wie ich fand, weshalb ich plötzlich und laut rief: Achtung, Vorsicht, das geht schief! Vor Schreck, da fiel er leider von der Leiter und lebte nicht mehr länger weiter. Was bin ich froh, denn er ist fort. Ein klarer Fall von Rufmord. Autorin mit einer tollen Schreibe, sie hat etliche Anthologiebeiträge geschrieben, zwei Theaterstücke, drei Kriminalromane um einen Kriminalkommissar namens Walter Braunagel. Braunagel, genau. Einen historischen Krimi oder einen Krimi mit historischen Bezügen, so ist es vielleicht richtiger. Und ja, im Autorenkreis in Ingolstadt ist sie ein ganz wertvoller Aktivposten. Ich freue mich, dass Sie auch jemanden finden lassen, der meine völlig eingeschlafenen Beziehungsfähigkeiten wiedererweckte, meinte sie. Ich ging mit, wohl wissend, dass mich weder die ausgestellten Kunstwerke noch die anwesenden Damen und Herren der HS Nobiety wirklich interessierten. Es war einfach so, dass ich für diesen Tag nur ein Wort in meinem Terminkalender stehen hatte: Langeweile.
Dagegen schien mir diese Vernissage eine überzeugende Alternative zu sein, mit oder ohne Damenwald. Es war, wie ich vermutet hatte, meine Freundin, eine recht erfolgreiche Malerin und ständiger Gast in dieser Galerie, verschwand bereits nach kurzer Zeit zwischen mehr oder weniger aufgeblasenen Pseudofachleuten, die ihr fundiertes Halbwissen über die ausgestellten Objekte. Sie wollen wohl auch schon gehen, hörte ich ihn sagen. Ich drehte mich ertappt um und erlebte eine Überraschung. Der Typ sah erstaunlich gut aus und ich konnte mir nicht erklären, warum er mir drinnen nicht schon aufgefallen war. Normalerweise entgehen mir gut aussehende Männer nicht, nicht einmal, wenn sie in weiblicher Begleitung sind. Aber der hier, wo hatte der nur die ganze Zeit über gesteckt? Sicher hätte ich ihn in ein interessantes Gespräch verwickeln können, das sich nur am Anfang um Kunst gedreht hätte. Wenn ich es mir genau überlegte, fand ich mein Dasein so ganz ohne Mann denn doch ziemlich frustrierend. Und mir wäre da schon die eine oder andere Idee gekommen, das zu ändern. Mit einem Satz, ich... Haha, vielleicht gehe ich eines Tages mal wieder in diese Bar. Beim Abschied sagte mein astrologischer Fehlgriff nämlich, dort sei immer dann anzutreffen, wenn Venus mit Jupiter im siebten Himmel war oder war sie mit Mars im Weinkeller? Jedenfalls war er immer samstags dort, denn inzwischen weiß ich, sollte ich es schaffen, den verkappten Zwilling hinter meinem Traumstier zum Schweigen zu bringen, könnte ich ihm beweisen, dass ein stolzer Hahn sehr wohl zu einer Jungfrau mit ruhigem Intellekt passt und, hallo, hören Sie mir überhaupt noch zu? Warum schauen Sie so versonnen auf meine Hände? Hallo? Hallo? Grüße und ich freue mich darauf, Ihnen hier ansagen und hören zu dürfen. Herzlichen Dank. Heute möchte ich aus dem Krimi raus, ja, den Krimi vorstellen. Der kommt im August, traf sich wie beinahe jeden Dienstag der Männergesangsverein Concordia Wollenzach 09 im Gasthaus zur Post. Es war eine der besten und größten Wirtschaften am Ort und sicherlich die am zentralsten gelegene. Mit Kirche und Rathaus bildete das gemütliche Wirtshaus ein Dreieck, die typische Dreifaltigkeit des bayerischen Dorflebens, in deren Mitte sich in Weiß und Blau stolz der Maibaum erhob. Auch an diesem Abend probten die Sänger im Salettl, dem hinteren Nebenraum. Am späteren Abend war die Probe, wie gewöhnlich, in einen frohen Umtrunk übergegangen. Es war kurz vor 23 Uhr, als der Bariton und Bauunternehmer Bertram Brunnrieder seinem Wagen zustrebte, der nur ein paar Schritte weiter gleich am Maibaum geparkt war. Dort wurde er ermordet. Jazzefix war das Letzte, was Bertram Brunnrieder der Welt mitteilen konnte. Dann entglitt ihm der Autoschlüssel, das Licht der Straßenlaternen schwand und die Dunkelheit tiefer Ohnmacht nicht mit Bekundungen, wie furchtbar es sei. Darüber hinaus aber geschah nichts wirklich Sehenswertes. Im Gegenteil. Nach einer Weile ließ der Kitzel des Gruselns nach und die Szenerie wurde rasch langweilig. So gingen die Gaffer meist wieder, man konnte ja später wiederkommen, und machten Platz für neue Schaulustige, denen es dann genauso ging. Auch Wimmer fand sich in der Menge ein. Sein Dasein im Ruhestand empfand er inzwischen als weniger angenehm, als er es sich ausgemalt hatte. Er war seltsam rastlos und unausgeglichen. Wie Carola es vorhergesagt hatte, Carola ist seine Tochter, wie Carola es ihm vorhergesagt hatte, fehlte ihm nun eine Aufgabe, eine sinnvolle